damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen, ja, neuen Folge Rise of the Tomb Raider. So. Das mit dem Anmoderieren funktioniert hier nicht ganz so, weil irgendwie alle sehr mitteilungsbedürftig sind. So, wir haben Sophia und ihre letzten überlebenden Leute hier in den Katakomben gefunden. Ja, ich habe das auch schon in der Zwischensequenz gesehen, dass hier irgendwo so ein kaputter Teil der Wand ist, den ich wieder finden muss. Ich glaube, hier war das, oder? Ja, hier war's. Hep. Hep. Und hep. Sehr schön. Okay, dann können wir jetzt hier durch. Eigentlich können die uns ja eigentlich folgen, oder? Okay, vielleicht als Verwundeter funktioniert das hier nicht ganz so gut, hier lang zu krabbeln, hier lang zu springen. Aber die sollen sich mal nicht so anstellen. So, ab nach oben mit uns. So. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Vielleicht bekomme ich sie von hier aus auf. So, sind das Verwundete? Die Katakomben. Da sind wir sicher. Ach, die wollen nach. Die denken, die Katakomben sind sicher. Und wir kommen hier von den Katakomben. Ui, bekommen wir eine neue Waffe? Das sollte gehen. Granaten. Ja, na, das finde ich ja mal sehr, sehr cool. Explosive Pfeiler. Granatenpfeiler. Ui, zerstören Sie die Blockade, um den Verbliebenen zu befreien. Aber erstmal schlage ich mir die Taschen voll. Die Leute wissen eh nichts damit anzufangen. Die brauchen das eh nicht. Wir haben das viel, viel nötiger. Ein alter Hirsch-Talisman aus einem Hirschgeweih geschnitzt. Das war vielleicht ein wichtiges Objekt oder ein Spielzeug. Okay. Ich hätte das als alles identifiziert, aber nicht als Hirsch. Sieht für mich eher aus wie so ein Vogel, wie so ein Kakadu. Aber okay, wenn Lara sagt, dass es ein Hirsch ist, dann hat sie damit bestimmt recht. Bin ja auch nur ein Laie. So, hier ist noch ein bisschen Öl. Wir sind voll mit Öl. Wir können keinen Salat mehr machen. Schade. Okay, dann gehen wir mal hier raus. Zum Glück haben wir die Waffenkammer zuerst gefunden. So, RB. So, ja. Da haben wir genug von. Von der Tür. Hallo, macht euch fort. Hui. Sehr cool. Danke, Lara. In den Katakomben sind sie erstmal sicher. Oh, da stöhnt er hier mir ins Ohr. Ich weiß, dass du die göttliche Quelle suchst. Aber mein Volk schützt sie bis zum Tod. Dein Volk ist dem Tod schon sehr nah. Ihr könnt sie nicht ewig beschützen. Wir haben lange durchgehalten. Aber erstmal bin ich froh, dass du für uns kämpfst. Sie nähern sich jetzt dem Turm. Da sind noch Leute drin. Die Musik ist so cool. Sicherheit. Sie brauchen dich. So, Granatenpfeile herstellen. Ja, das wissen wir, wie wir das machen. Okay. Ich muss mich trotzdem wieder umgucken. Es tut mir leid. Ich kann nicht. Fähigkeitenpunkt. Hui. Sehr schön. So. Ich weiß, wir haben es eilig und so weiter und so fort, aber wir müssen trotzdem gucken. Drüben ist niemand. Ich sehe zumindest niemanden. So. Hier ist ein Tagebucheintrag. Den lesen wir erstmal ganz entspannt. Ich sagte, den lesen wir erstmal ganz entspannt. Lara, wir lesen. Gerade eben wolltest du es noch. Danke. Die Flora unseres Tals, von den großen Bäumen bis zu den kleinen Pilzen, war unseren Vorfahren fremd, als sie hier ankamen. Es brauchte Zeit und Tragödien, die Sprache des Landes zu lernen. Aber jetzt geben wir das Wissen jeder Generation weiter. Die Erde gibt uns, was wir brauchen. Es gibt das Heilkraut, das ihr bei Wasserquellen und in geschützten Buchten finden könnt. Das Birkenholz des Waldes, gerade und fest, kann gesammelt und für Pfeile genutzt werden. Und die Fliegenpilze, die ihr an faulendem Holz oder an dunklen, feuchten Orten findet, ergeben ein starkes Gift. Sollte man nicht essen? Sie waren zunächst fremd in diesem Land, aber sie geben weiter, was jede Generation lernt. Ja, und so entstehen neue Kulturen. Ich glaube, wir sind hier sogar richtig. Oh. Er hätte dumm ausgehen können. Aber Lara ist natürlich ein sehr vorsichtiger Mensch und weiß, wo sie drüber rennen kann und wo nicht.
Ich wäre, glaube ich, schon 10-mal gestorben. So, okay, und hip. Oh Gott. Hip. Okay, weiter geht's. Lara, ich bin hier. Ich bin auch hier. Ich bin unter Helikopterbeschuss. Ziehen Sie Trinity's Aufmerksamkeit auf sich. Irgendwie. Okay. Das erledige ich. Okay. Das kann ich. Das können wir. Scheinbar können wir das. Metallbarrieren. Sprengladung, okay. Sprengladung haben wir hier. Okay, ich denke, das wird dumm ausgehen. Oh oh. Ey, Leute. Wie wär's denn, wenn ihr mal chillt? Wo seid ihr denn? So. Oha! Von wo? Ach Leute! Von wo? Ach da! Mensch, Leute! Jetzt chillt doch mal! Ich hab euch nichts getan! Von wo? Ich höre ihn schießen, aber ich sehe ihn nicht. Hä? Kollege, wo bist du denn? Ist das ein Bug? Ich denke ja. Oder ist es einfach in der nächsten Stage, in der nächsten Battle Stage? Ich mache jetzt ja erstmal das Ding auf. Und krabbelt hier mal alle ab. Ist wieder ultra laut. So, habe ich es alle. Ich denke ja. Ich dürfte alle haben. So. Ich glaube, das ist einfach nur ein Bug, das Geräusch. Weil hier ist ja nur keiner mehr. So, kommen jetzt noch welche? Okay, wir sind voll. Wir haben volle Pfeile. So, wir müssen gucken. Oha, ey, Freunde, ihr seid gemein. Ich wollte doch die Waffe haben, Mann. Ja, nehmen wir halt die Waffe. Ist mir eh lieber. So, danke, danke. Vielen Dank für die Blumen. So, Kollegen, wo seid ihr? Scheinbar ist hier keiner mehr. Ach, da oben. Entschuldigung. So. Ist sie wieder voll? Noch einer? Ist noch ein bisschen Munition. So viel Munition brauchen wir doch gar nicht. Okay.
muss ich mitnehmen. Ich brauche das. Ich bin jung und brauche das Geld. Mann, ich wollte einen Kopfschuss machen. Mensch. Achso, hier geht's nicht lang. Okay. Oh, wie viele Leute haben denn die? Ich stehe auch unter Beschuss. Schild eure Nuggets. Ach. Ihr seid mir ja ein paar Idioten. Kommt noch welche oder habt ihr es jetzt langsam? Och Leute. Wo seid ihr denn? Hey, von wo? Ja, guck mal. Was ist denn dein Problem? So, haben wir jetzt alle? Ja, ich denke schon. Erstmal zumindest. So. Mal kurz gucken. Ob hier auch alles noch im grünen Bereich ist. Ja. Ich brauche unsicher. Feind in der Nähe? Was liegt denn da überhaupt? Keine Ahnung, was da liegt. Aber irgendwo ist hier ein Gegner. Ach du Heimatland. Jacob, sieht aus, als hätten wir die Oberhand. Meinst du? Sie sind hier. Sie waren hier. Oi. Geschafft. Sehr schön. Darf ich jetzt? Laura, bist du da? Ja. Trinity überrennt den Turm. Wir sitzen unten in den Katakomben fest. Jetzt lass mich doch mal kurz gucken. Haltet durch. Schon unterwegs. Jetzt lass mich doch hier mal ganz gut gucken. Mensch, mach dann mal nicht so immer so einen Stress hier. Okay, wir haben zwei Wildfälle. Sehr gut. So. Ich höre sie feiern, ich höre sie jubeln. Mein Vater wird vermisst. Letzte Nacht habe ich ihm von den Invasoren erzählt und den Waffen, die sie verwenden. Bei Sonnenaufgang war er fort. Cyril sagte mir, er würde zurückkehren. Aber der Tag ist fast um und niemand hat ihn gesehen. Ich fürchte, dieser Dummkopf hat etwas Unüberlegtes getan. Wir brauchen ihn. Jetzt mehr als je zuvor. Eine von ihnen ist verschwunden. Er scheint eine wichtige Person gewesen zu sein. Ich könnte mir vorstellen, dass es Sophia war und Jacob ist ihr Vater und er ist abgehauen. Zumindest für eine kurze Zeit. So, hier ist ein Lagerfeuer. Da setzen wir uns jetzt natürlich mal hin. Und atmen ganz kurz durch. Wir haben einen Fähigkeitenpunkt, den wir sofort irgendwo einsetzen. Wo, weiß ich noch nicht genau. Listenreicher Kämpfer, Napalmpfeile. Verbessern die Feuerpfeile. Verbesserte Feuerpfeile, Streubombenpfeile. Ja, nehmen wir. Habe ich es noch nicht so großartig benutzt, aber klingt auf jeden Fall gut. So, Waffen-Upgrades. Kann ich, mir gefällt die hier eigentlich am meisten, das Sturmgewehr. Laufverlängerung, mehr Schaden. Mündungsbremse, mehr Munition. Schnelleres Nachladen. Ich nehme erstmal zusätzlichen Schaden. Finde ich sehr nett. So, was haben wir hier noch? Okay. Puh. So, mein Lieben, und damit willkommen zurück bei einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider.
Es war sehr still um mich. Ihr habt es eventuell mitbekommen. Der Umzug ist vorbei. Wir starten hier mitten in einer Folge eine neue Aufnahmesession. Ich hoffe, der Ton ist nicht allzu hallig, denn mein Aufnahmezimmer, ja, ich habe jetzt ein eigenes Aufnahmezimmer, ist noch nicht komplett eingerichtet. Da steht jetzt bis jetzt nur mein Schreibtisch und Kartons. Kartons von Sachen, die noch nicht eingeräumt sind, die noch keinen Platz gefunden haben, aber hoffentlich noch werden. Ich hatte jetzt, glaube ich, einen Monat lang keine Aufnahme gemacht und auch keinen Stream, denn das Internet ist immer noch nicht da. Wie soll es auch anders sein? Das liebe, gute Internet lässt auf sich warten. Jetzt müssen wir hier mal schauen, ob wir was machen können. Können wir Mündungsbremse, Rückstoßstabilität? Sehr, sehr schön. Ich nehme lieber Munitionskapazität. Großraummagazin. Das heißt, wir müssen weniger nachladen. Das gefällt mir sehr gut. Und unser neuer bester Freund, die Pumpgun. Was haben wir hier? Weniger Schaden, schneller nachladen. Können wir hier was machen? Theoretisch ja, aber wir haben zu wenig Schräubchen. Okay, und bei unserer Pistole? Die macht ja definitiv mehr Schaden. Die macht viel, viel mehr Schaden. Ich glaube, die haben wir ausgerüstet. Wir werden mal zu dem Mondschatten wechseln. Mal schauen, ob wir hier was machen können. Nachladegeschwindigkeit kommen. Das machen wir einfach mal. So viel Zeit muss sein. Ich habe keine Ahnung mehr, wie viel Zeit wir im ersten Teil der Aufnahme verbracht haben. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich glaube aber zu wissen, dass wir hier lang müssen. Ich höre schon wieder Kampfgeräusche und ich hoffe, dass wir nicht failen werden. Ui, ui, da drüben. Wer ist denn, wenn du mal damit aufhörst? Danke. Hören Sie bitte auf. Dankeschön. So, explosive Pfeiler, exklusive. Haben wir erstmal genug? Munition nehme ich auch gerne an. Natürlich krabbeln wir die noch ab und die Karte nehmen wir auch noch mit. Es ist Monate her, dass der Schnee der Berge das Herz von Kitesh begrub. Einige sollten nach Überlebenden und Essen suchen, aber niemand kam zurück. Aus den Gletschern kommen Geräusche, aber ob es noch Überlebende darin gibt, weiß ich nicht. Es könnte auch nur das Eis sein. Aber ich muss zugeben, dass es wie menschliche Stimmen klingt. Vielleicht bewachen die Geister der Prophetenkrieger noch immer die eisigen Straßen. Wir werden keine Leute mehr hineinschicken. Wir müssen akzeptieren, dass der Prophet und die Stadt für uns verloren und wir jetzt allein sind. Die Überlebenden des Sturzes von Kitesh mussten die Stadt verlassen. Ich denke, die Stimmen in den Gletschern waren keine Einbildung. Das ist ein bisschen unrealistisch, meine Freunde, dass ihr hier nicht brennt. Dann kannst du es gucken. Ne, das wollte ich nicht. RB. Na gut, dann lass mich mal ganz kurz hier rauf wechseln. Mist, natürlich muss ich nachladen. Aua, das war gemein, ich hing fest. Das war sehr gemein. Einer festhängenden Frau schlägt man nicht. Der tut man nichts zu leide. Aber okay, der hat wohl keine Manieren, keine Erziehung genossen, der gute Mann. Wie gesagt, ich hoffe, Lautstärke-Tasten sind noch annehmbar. Neues Zimmer bedeutet auch neue Einrichtungen. Das Arbeiten. Im Sinne von Mikrofon und Hall und den ganzen Spaß. Vielleicht hänge ich mir auch noch ein paar Eierpappen an die Wand zum Geräusche schlucken.
Oh, hi. Hier ist Team 5. Wir gehen jetzt in die Katakomben. Wir brauchen Verstärkung hier. Verstanden. Schon unterwegs. Was ist denn RB? Wir doch einfach ein paar Granaten rein und... Nein, der Atlas könnte da unten sein. Er hat recht. Das ist zu riskant, aber sie wird nicht kampflos aufgeben. Okay, machen wir diese Luke auf. Wir gehen rein, wenn die Verstärkung da ist. Wie konnte ich denn... Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Bitte nicht wehtun, danke. Hi. Das ist wirklich sehr blöd gelaufen. Mach keinen Mist, dass du beschossen bist, wäre mir jetzt fast gar nicht aufgefallen. Lasst mich in Frieden! Ich habe gesagt, ihr sollt mich in Ruhe lassen. Ich habe euch gewarnt. So, tschüss. Gute Nacht. Ui. Oh, gut. Da hat sich das Spiel einfach mal aufgehangen.